Hello, tonight we playing Swam, and now we play the game, and now push the start. So ein, so eine Mucksansagen muss man hier machen, ja, so ein Quatsch. Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve, da drüben sitzt Benny, wir spielen heute Swam und Benny drückt den Startbutton. Wir drücken den Startbutton, okay. Wir spielen Schwamm. Schwamm. Schwamm und es beginnt jetzt. Schwammig, ist aber ein bisschen, naja. Naja, okay. Läuft doch in Sanien 15 FPS, ist doch. Läuft doch. Schön. So, können wir den Text auch. Schön, dann kann ich wenigstens richtig lesen. Hey Travis, I hope you had a great trip. I will most likely be asleep by the time you arrive. I need a long rest room, rest from all of the countless hours of experiments and researches. Anyway, the cure is in the pantry below my medication. If the doors are locked, then feel free to come upstairs and wake me up. You wake me up before you go. Ja. Schön. SpongeBob, genau. You can. Was? Pixel Adventure? Lass dich. Lies weiter, Benny. Lies weiter. You can leave once I have injected you with the serum. Also mit dem Serum, ne? It should start taking effect within 24 hours. Okay. Cool, so. Cool. Dann gehen wir jetzt einfach mal unsere Medizin suchen. So, und er macht da oben erstmal eine Pause von seinen langen Forschungen. Ja, er muss ja fies, aber wir kommen hier nirgendwo rein. Also müssen wir ihn jetzt wecken, oder wie? Das heißt, wir gehen jetzt nach oben zu ihm und sagen, hey, wach mal auf. Was ist denn das überhaupt für ein Haus, Alter? Oh, was ist denn das für ein Haus? Come on. Was war das gerade für ein Sound? Ich sollte vielleicht mal den Sound wieder richtig schön laut machen, damit wir alle was davon haben. Oh ja, jetzt ist besser. Oh, was ist das da vorne? Nee, wollen wir erstmal gar nicht hingehen. Wir haben kein Spiegelbild, Stevie. Kein ja, aber Spiegelbild. Aber die Schale ist gespiegelt, ne? Die Etagere. Die Schale schon, aber wir leider nicht. Ist tatsächlich auch so ein Ding in Horrorfilmen, in Horrorspielen, dass wir meistens nie ein Spiegelbild haben. Deswegen feiern wir tatsächlich, wenn wir mal ein Spiegelbild haben, irgendwie, also nicht wundern irgendwie, was machen die Bekloppten da? warum feiern die so? Dann haben wir mal ein Spiegelbild tatsächlich. Ja, aber da machen wir gleich einen Sekt auf. Aber immer ein Sektfrühstück hier. Ja, aber richtig. So, April the 10th, 1975. The Cordyceps parasite has always been well known to affect only insects. However, a new species of the fungus has developed that affects humans as well, known as Cordyceps vulgaris. While the presence of this new fungus is scarce, studies have shown that its spores are easily transmitted through the air, making it highly Oh Gott! Okay, ist auf jeden Fall super ansteckend. Gut. Also irgendein Pilz, ne? Der ist halt einfach. Der ist für den ganzen Schlabatz hier wahrscheinlich verantwortlich, der hier gleich passiert. Was ist. Dreh dich mal kurz nach links. Lauf! Versteck dich, Onko! Ja, wo denn? Alles ist ja bei dir. Hinterm Bild, da vorne! Versteck dich hinterm Bild! Jetzt aber. Beschissen. Kommt da überhaupt runter? Kommt da runter? Geh weiß es nicht. Ja, geh mal hin! Geh doch mal, was sollen wir machen? Hinterm Hutständer können wir uns auf unserem Kleiderständer können wir noch verstecken. Hör ich ihn gerade? Geh mal rum. Da. Die Musik ist ja schon wieder hochdramatisch hier. Er muss ja noch ein bisschen ausruhen. Ja, guck mal, ist okay. Offen. Oh, Sackgasse! Na, kiegt der da vorne um die Ecke? Mach die Tür zu! Mach das Brett zu! Schön. Taschenlampe! Jetzt sind wir safe. Ja, jetzt sind wir safe. In einem dunklen, schönen Ort. Ja, wo Americana 2 steht. Ja, komm, na, mach doch mal erstmal ein Fetzchen Sound an hier. Ich kann nichts, ich sehe nichts. Siehst du mehr als. Warte mal. Was ist hier los? Hast du Holzklocks an, Alter? Ja, ich hab. Die guten. Die und guten holländischen. Ich gerade ein Bart ein. Ja, auch so ein Ding, tatsächlich. Irgendwie, wir haben schon so ein paar kleine Running Gags hier auf dem Kanal. Irgendwie jedes Mal, wenn wir irgendwo hier in einem Game irgendwie eine Badewanne sehen, irgendwie, hat es bei 5% aller Games tatsächlich dazu geführt, dass wir als Spieler in diese Wanne mussten. So, deswegen haben wir auch da unser kleinen Running Gag irgendwie. Also nicht wundern. Nicht wundern, wenn jetzt hier eine Wanne kommt. So, ist so ein bisschen so Last of Us für Arme, war oder was war? Oh, ich weiß es nicht. Ich renne jetzt mal hier hin. Oh, ich hatte die Tür offen. Oh, guck mal, hat aufgemacht. Schön. Ja. Ah! Und da steht der kleine Fungus noch. So. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der da einfach reingegangen ist. Da hinten mit diesen roten Punkten kannst du nicht interagieren, oder? Ah. Mit der Heizung, einfach den Finger ran.
Nee, was ich kann da... Scheiße? Ich kann mir höchstens hier mein Gesicht drinnen haben. Oder was? Ja, sieht so aus. Hier sieht aus, als ach nee, Klavier, Besteck, hier so Tretdinger? Das sind Klavier-Tretasten. Ja, Tretdinger, keine Ahnung. Oh, Billardtisch hier vorne. Da waren schon die Pedale. Pedale. Das ist ja, glaube ich, der korrekte Fachterminus. Weißt du was, wir sperren ihn einfach jetzt da in den Raum ein. Ich befürchte fast, wir müssen da rein. Ich glaube, er hat gestern mexikanisches Essen gehabt. Irgendwie so wie sein Magenknot. Nö. Ist doch kein Lichtschalter und nichts, wa? Warte nee. Mal, stopp. Nicht bewegen. Guck mal nach rechts. Nach links, entschuldige bitte, das andere rechts. So, stopp. Wenn jetzt geradezu, da glänzt irgendwas im Schrank. Siehst du das genau? Das? It's a key. Living room key. Nice. Ja, weißt du jetzt, wo ist denn... Wenn jetzt die Tür aufgeht, dann geht's aber hier gleich ab. Dann schrei ich wie ein Mädchen. Dann ist hier vorbei. Glockenhellen C6. Da machst du selber noch die Tür auf. Schön. Ja, weißt du, ist ja hier so high-mäßig. Vielleicht geht er denn da hin und guckt sich da so ein bisschen um. Ah, du Genie. Da fällt doch auch kein Lichtstrahl in das Ding rein, wa? Nee. Okay. Wäre mal interessant, ob die uns hören. Irgendwie mit dem Klacker. Ich bin wahrscheinlich noch zu sehr in Alien Isolation gerade drin. Die hören uns! Nicht laufen! Nicht rennen! Der hört dich! Ja, aber der war rechts. Ich habe ihn rechts gehört. Oh, hier, noch nicht was zu essen. Kann oder immer ein schöner Gemüsepotpourri. Ist doch was Feines. Oder so eine Obstkompottschale. Und ich bin hier reingegangen und es gibt nichts. Der Bild? Gib mal der Bild. Sag das sofort, Mensch. Bevor ich die Tür aufmache. Ah, auch wieder instant irgendwelche Kinderkrakelbilder, sorry. Sag mal, haben wir nicht vor kurzem auch genau so ein Bild bei einem anderen Game gehabt? Und da heißt das einfach Plop. Father's Day. Hallo? So, wir können mal gucken, wo dieser besagte Living Room ist. Na, ich wette mit dir hier... Das ist ein Kiwi jetzt hier irgendwie in der Tasche haben. Meinst du oben? Warte. Ich glaube eher unten, oder? Wir gehen trotzdem mal hier die Dinger durch. Oh, guck mal hier. Proberaum hat er hier, der feine Herr. Mit Schlagzeug und alles. Oh. Necronomicon. Wunderbar. Kann man immer drauf lesen. Koordinaten. Ja, Stevie, ne? Dann weißt du Bescheid. Hier, Koordinaten. Hier, guck mal. Ja. Der Buch der Bücher ist da. Gut. Westlich. Okay, sehr gut. Falls war es ja noch benötigt. Wir werden es brauchen wahrscheinlich. So, gibt es hier noch irgendwas? Oh, ein Ritter. Oh, hier, für dich, Stevie. Nice. Viel cool. Ja, oder für dich, ne? Demon Souls. Demon Souls. So, ne? Mach doch mal einen schönen Crescendo jetzt am Schlagzeug. Geht nicht, ich kann damit nicht ihn. Setz hier Drum-Solo. Hat er uns gesehen? Er hat uns gesehen, wa? Mach Brett zu! Ich trick's ihn nicht aus! Scheiße! Ich wollte gerade sagen, ich trick's ihn aus! Schön einer eingeschenkt. Judith! Ja, okay, komm, mach mal einen Restart. Das war jetzt... So, gucken wir mal. Hat er wenigstens einen fairen Checkpoint? Nein, hat er nicht. Natürlich nicht. Schön, dann Bassverstärker verstecken. Komm, sehen. Okay. Hallo? Ist da? Sofort in Isolation Flashbacks hier. Von gleich zu zittern. Posttraumatische Störung. Er ist wieder rausgegangen. Und der Rest der Band ist noch nicht da. Da hat er sich erstmal noch einen Kaffee gezogen, irgendwie. Ist er da lang? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, andere Seite, wa? Oder? Das ist mir komplett weg. So, wie sieht's denn da vorne aus? Aha. Nimm, mach doch mal zu! Meine Güte. Ist auch geil, Alter. Also zwei Bretter vor seinem Loch hinein. Würde ich auch so machen. So, wenn ich irgendwo ein Loch in der Wand habe. Einfach mal zwei Bretter einfach so. Ganz, ganz völlig verstylt darüber irgendwie. Nicht einfach zumachen irgendwie mit der Platte. Nee, zwei Bretter reichen auch vollkommen aus. Können wir die wegmachen, die Bretter? Noch nicht. Uns fehlt dafür anscheinend noch Werkzeug. Oh, jetzt Taschenlampe. Check für die Taschenlampe. Ja, aber wie? Du findest immer nur... Was? Ein Schlüssel? Wie? Ich drück die ganze Zeit auf meine Maus wie so ein... Nee, egal. Aber naja, nee, das sieht mir auch so ein bisschen nach Living Room aus, aber naja.
Okay, Stevie. Oh. I can keep you warm, but I'm not the sweater. I can maintain a fire despite the weather. I'm often made of brick or stone, but I'm not a wall. To get inside me, you have to call. What could I be? So, Benny. Oder, nö, das fragen wir doch einfach mal jetzt erstmal in den ganzen Chat rein. Irgendwie ist es, wir haben hier ein Rätsel. Also, ich halte dich warm, bin aber kein Pulli. I can maintain a fire despite the weather. Benny? Du bist ein bisschen besser im Englisch als ich? Was? I can maintain a fire despite the weather. Ich weiß nicht, was despite heißt. Das ist jetzt blöd für mich. So, Herr Junge? I'm often made of brick or stone, but I'm not a wall. Okay, also das ist hergestellt aus einem Stein, also Brick, also hier Ziegel oder Stein, aber er ist keine Wand. To get inside me, you have to crawl. What could it be? So. I can keep it warm, but I'm not a sweater. Dann wüsste ich sogar was, aber... Trotz des Wetters Feuer am Laufen halten. Okay. Kamin, ja. Wäre jetzt auf meine Annahme gewesen. Vielen Dank, 257. Und vielen Dank, Herr Junge. Wahrscheinlich der zugenagelte Ding da oder was. Oder vielleicht noch unten. Unten im Living Room vielleicht. So, na denn, lass uns doch mal runtergehen. Ja? Get down, get down. Meinst du, da finden wir... Sieht schon ein bisschen tactical aus hier. Ja klar. Kommt er? Nö. Was ist denn das, Alter? Ey, warum haben wir denn hier 5000 Räume? Home. Das ist wichtig. Ne? Man könnte ja sonst wo sein. Könnte ja auch Bahnhof sein. This door is jammed. Please use the back door. Okay. Dann nehmen wir die Tür. Guck mal hier, hier. Ach nee, ich wollte gerade sagen, hier ist der Kamin, aber nee. Für den Fernseher, Alter. Das ist aber noch. Schön, schön. Aber über die geile Heizung, ey. Oh, was kommt da? Ja. Da. Oh, das ist ein Kamin. It's for me and my house. We will serve the Lord. Wunderbar. Schön. Kannst du machen. Ja, hier, da steht auch noch Joshua 24,15. Ja. 24,15. Bin ich leider nicht so fit irgendwie mit den Bibelzitaten irgendwie als. Kleiner Atheist, der ich bin. Kannst du dich ducken? Get on your knees. Auf die Knie. Warum geht die Musik jetzt so ab? Guck mal nach oben. Oh, wie? Ja, du hast ja gesagt, ich soll hier durchcrouchen. Also ja. Wegen Kamin. Okay, das war krass. Okay. Und so. Nice. 257 Tipp hat auf jeden Fall funktioniert. Oh, hier, Taktik der Axt hier. Nehmen wir mit. Kann ich die kaputt klatschen? Shit, wir holen es jetzt. Oh, warte mal, das ist wieder ein Key. Das ist ein Key. Ja, ja, warte, ich muss erst wieder wechseln. Wo ist denn? Wurfaxt? Also, das Letzte, was du ja willst, ist da irgendwie so ein Sporen-Heini zerkloppen, weil ansonsten stehst du ja mitten in den Sporen drin. Ja, stimmt. Vielleicht bräuchtest du vorher eine Gasmask oder so. Maybe. Du kommst jetzt hier nicht rein, ne? Ja, das habe ich letztens auch gedacht, dass der Feind nicht reinkommt. No, oh, no. Don't do this. Ja, geh ruhig da lang. Können wir jetzt wirklich werfen mit der Axt? Was ist denn? Was haben wir denn jetzt? Nee, das ist, das ist die Axt. Okay. Das ist die Axt. Wir können nur hacken. Einfach nur hacken. Wird er darauf geil auf uns, weil wir Lärm gemacht? Wahrscheinlich nicht, oder? Willst du dich mal von hinten anschleichen, oder? Ja, ich habe Angst, wenn ich jetzt dann... Also wenn wir dann sterben, dann müssen wir alles wieder von vorne machen. Naja, aber für irgendwas muss doch die Axt gut sein, oder? Ja, ich gehe von aus für oben, für die Bretter. Ach so, na dann hin damit hier. Jetzt ist die Frage, wo ist denn jetzt hingelaufen? Nach links, nach rechts, geradeaus? Ich glaube, erst nach links, aber... Wird jetzt... Ja, nach links. Kann ich jetzt hier eigentlich rein? So, Tamina. Schade, ich dachte rein. Noch ein Flur. Hätte ich mich ja gefreut, wenn da noch ein Flur gewesen wäre. Ja, aber wir haben hier noch eine weitere Notice. My team and I have developed a new compound that instantly kills the fungal cells without disrupting the human cells.
This prevents the fungus from growing and will cause it to eventually die out. We have tested the new compound on various other organisms that are also vulnerable. The cordyceps vulgaris with a 98% success rate. Yes. We are ready to start the clinical trials. Okay, wir haben ein super geiles Gegenmittel, was richtig reinknallt. Das ist vielleicht von BioNTech, wer weiß. Also ich muss ja sagen... Er ist aber boniert, da muss man aber... Chapeau an die Putzfrau. Der Boden gefällt mir, muss ich sagen. Der Boden gefällt mir. Kannst du nicht einmal langlaufen? Slice the bread with the axe. Nee, kann man nicht reingucken? Okay. Kann man nicht? Ah, scheiße. Mülleimer? Aber wir haben hier wieder einen... Die Tür ist gerade aufgegangen. Ja, oh. Eier, Brot. Panthenol, was? Panthozil, Milk und Sweet Rolls. Aha. Sweet Rolls. Das sind bestimmt Zutaten, die wir nachher wieder suchen müssen, um die dann hier zusammen zu... Ach, hör auf, Cola, jetzt hier kein Brot und alles. Also, guck mal jetzt. Na, guck mal hier. Bread. Und hier, siehst du, können wir ja gleich mal testen. Hack it. Haha. Sehr schön. Die muss ich oben nämlich hoch machen. Na Mensch, kommst du gleich vor wie in the forest hier. Oh, eine Lackierpistole, wunderbar. Ach nee, ein Injektor. Okay. Oh, so ein Gummi, alte Banane, Alter. Das ist aber fein. Brad Pitt. Brad. Lass uns mal hier rein gucken. We have found our first volunteer to test the potential cure. Travis McNeil. Wie heißt McNeil oder McNeil? Wie würdet ihr das nennen? Schreibt mal, wie ihr das aussprecht. McNeil, würde ich sagen. McNeil, wa? Irgendwie. Okay. Travis McNeil ist ein 31 Jahre alter Mann, who caught cordyceps vulgaris during his trip to East Asia about a week ago. He has developed all the early symptoms of the infection. I have converted the cure into a serum that is to be injected into a lower forearm. I'm confident that it will be a success. Aha, wir sind also hier Lackmeiert, oder was? Wir sind doch hier Captain McNeil, oder was? Also, würde ich jetzt fast sagen, oder? Käse, Alter. Dann haben wir uns also in irgendeinem... Ha! So, na jetzt wird's lustig. Nee, wird gar nicht. Na, kommst du nicht rein, wa? Kommst du nicht rein? Mach mal Taschenlampe an, wo bist du denn da? Ja, im Kamin. Ach, das ist das Kaminzimmer. Wunderbar. Und jetzt kann ich YOLO hinten durch. Ach nee, kann ich nicht. Shit. Kommt der hier durch, wa? Ja, wenn er jetzt da vorne rauskommt, dann ist Kacke. Renn dran vorbei, Mann. Renn dran vorbei. Also er steht, was rankt da hinten noch? Deswegen einfach die Tür zu. Ach nee, warte mal, hier muss ich ja lang. Dum 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 dum. Mann, warum kann der denn nicht rennen wie so ein... Usain Bolt oder was? Ja. Das wäre schön, aber... Hm. Dann machst du auf hier. Danach ist vorbei. So, jetzt nehmen wir mal Vorsichtsteil B, ja? Tresor. We're safe. Locked. Okay. Brauchen wir eine Kombination? Scheinbar. Ich hätte jetzt gedacht, dass die eine Kombination, die du hier... Na, das waren Koordinaten. Also, das wäre ein bisschen heavy irgendwie. Okay. Oh, ist der Pinsel jetzt da vor der Tür wieder? Jetzt wäre die nächste Frage, wo müssen wir als nächstes hin? So, lass uns, wollen wir nicht mal vielleicht hinten in den Raum gucken, irgendwie, wo wir noch nicht waren? Also jetzt quasi nochmal durch den Kamin durch und weiter nach hinten. Durch den Raum, wo wir noch nicht waren? Ne, wir sind ja relativ schnell wieder abgehauen nach oben irgendwie. Da waren noch zwei Räume, wo er vorhin drin stand, in die wir nicht reingegangen sind. Genau, links und jetzt runter. Also da waren wir doch schon drin. Nee, da waren wir nicht drin. Nee, nicht da. Da waren wir auch nicht. Doch, da war doch die Tür mit von wegen geh in den Backdoor. Hey, hallo, Badewanne. Badewanne. Smooth operator. Hashtag ab 18. Absolut. Hey, Junge, absolut. Du darfst die Seife nicht fallen lassen. Den Spiegeleffekt finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Schade, dass wir selber da nicht mit bei sind. So, da haben wir ein paar Sweet Rolls. Oh, warte, hier. Oh, Lockpick. Wunderbar. Können wir damit vielleicht den Safe öffnen? Was? Wie? Naja, oh, Lockpick? Naja, klar, mit Dietrich. Weiß ich auch nicht. Jetzt ist ja jetzt keine Tür mehr verschlossen, oder? Weiß ich nicht. Aber können wir ja gleich doch. Eine Tür ist, glaube ich, noch zu. Die Axt in der Hand.
sich halt nicht so schnell auswählen. Weil hier war nämlich der Zettel drin mit please. Okay. Oh, warte mal, was ist denn das hier? Please. Das ist der Stromzähler. Das ist der Stromzähler. Please use the backdoor, genau. Okay. Kann ich hier einfach die Tür mit dem. Warum ist das jetzt eigentlich alles schon wieder offen? Ich hab das doch vorhin zugemacht. So, na, vielleicht ist er da reingelaufen. Okay, wir können gehen einfach. Ich hab einfach rauf. LOL. Okay, ich dachte, jetzt wäre das Game vorbei, aber nee, ist es nicht. Ich hab gerade gedacht, das wäre. Aber ich habe kein. Sehr unspektakuläres Ende. Keine Taschenlampe, kein nichts. Warte mal, wir haben doch jetzt das Serum genommen. Das ist eigentlich unsere Haupt-To-Do. Wir haben uns doch vorhin da dieses Ding da, die Spritze da reingeklatscht im. Ja. Aber was ist im Safe irgendwie? Ja, ist eine gute Frage. What is in the box? Benny, what is in the box? Aber okay, komm, dann verpissen wir uns halt. Oh! Okay, wir verpissen uns vielleicht nicht. Haben wir noch eine Kelle gekriegt hier. Okay. Ja, ihr Lieben, das war Schwamm. Schön. Schön. War fast ein bisschen wie Last of Us, muss ich sagen. Irgendwie Grafik war ähnlich. Irgendwie Story war fast besser als Last of Us, muss ich sagen. Da hat man einfach gemerkt, irgendwie, da haben Teams dran gesessen. Teams. Also ich muss sagen, fand es jetzt ja nicht schlecht irgendwie. Also, es war okay. An sich war es schon nice gemacht von der Grafik und allem drum und dran. Im Großen und Ganzen war okay. War cool, war okay. Ja, und ich denke, der Jumpscare hat uns alle gekriegt zum Schluss. Ja. Denn wenn ihr kein weiteres Projekt verpassen wollt, irgendwie, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Daumen kann gerne nördliche Richtung zeigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.